Kipling. Das ist nur ein Film. Ein sehr realistischer Film. Dieses 3D ist irre. Ich habe das Gefühl, dass ich die Hand anfassen kann und... Jetzt greift die Hand nach mir und will mich anfassen. Den Bösen stimmt. Das war voll abgefahren. Du hast wie ein kleines Mädchen geschrien. Nein, das ist gar nicht wahr. Ich habe wie ein großes, starkes Mädchen geschrien. Und glaub ja nicht, dass mein furchtloser Freund Mr. Kipling Angst hatte. Du jämmerlicher Reptilienwaschlappen. Moment. Was ist los? Ist jemand verletzt? Verbandskasten oder Notas? Mein Leopard Beat-Heft ist gekommen. Diesmal mit einem Special. BH ausstopfen. Was ist besser? Taschentücher oder Socken? Spoiler-Alarm. Beides ist nicht gut. Vierlagiges Toilettenpapier musst du nehmen. Danke. Ich werde es auf die Einkaufsliste schreiben. Was geht ab im Penthouse? Was geht bei dir ab, Tony? Hey, Jessie, ich hab dir einen Willkommen in New York Hop gebracht. Oh, danke, Tony. Ein New Yorker U-Bahn-Plan, U-Bahn-Tickets und Pfefferspray? Falls in unserem Haushalt mal das Salz alle ist. Wow, der schläft ja echt wie ein Murmeltier. Er sieht so friedlich aus. Das gefällt mir nicht. Großer Ganesha! Ich bin eine menschliche Samosa! Holt mich sofort hier runter! Okay. Du willst es ja so. Das tat weh. Aua! Du hast doch selbst Schuld. Er schläft schon an der Tür. Das reicht. Hört ihr? Jetzt ist mein Zorn erwacht. Hey! Du solltest dankbar sein. Luke wollte dich erst in der Lobby liegen lassen, und zwar nur in Unterhosen. Luke, was du da tust, ist nicht ungefährlich. Schon mal was von Karma gehört? Ich schon. Das ist meine allerliebste Eissorte. Nicht Karamell. Karma. Vorausgesetzt, dass dein Verhalten gut ist, dann wirst du vom Universum belohnt. Aber wenn jemand Böses tut, dann zertrampelt dich das Universum wie ein Wasserbüffel. Oh, dann sagst du also, dass es böse wäre, wenn ich so etwas hier machen würde? Ja, das ist ein ganz ausgezeichnetes Beispiel für eine böse Tat. Weißt du, das war so richtig süß von Tony. Süß und eindeutig. Tony fährt auf dich ab. Steht alles in meinem Magazin. Sichere Anzeichen, dass ein Typ in dich verknallt ist. Zuerst überrascht er dich mit kleinen Geschenken. Tony hat dir was geschenkt. Den willkommenen New York-Korb. Zweitens, er findet deine Witze lustig. Tony hat gelacht, als du das mit dem fehlenden Salz gesagt hast. Ja, weil es witzig war. Nein, war's gar nicht. Leopard Beat hat sich noch niemals geirrt. Es ist mein Wegweiser zur Frauwerdung. In deinem Wegweiser ist ein Hologrammposter von Taylor Lautner. Ich weiß, wenn man es so umhält, steht er ohne Hemd da. An, aus, an, aus, an, aus. Willst du mal sehen? Lieber nicht. Selbst wenn Tony mich mögen sollte, werde ich nicht mit ihm ausgehen. Man geht mit niemandem aus, mit dem man zusammenarbeitet. Oh, hat dir ein Rodeo-Clown das Herz gebrochen? Ehrlich gesagt, ja.
Aber ich spreche vom letzten Sommer. Ich arbeitete in Senior Clarks Chicateria. Alles lief gut, bis ich mit dem Assistenten des Managers Schluss gemacht habe. Buck Cluck. Von diesem Augenblick an hat er mich zum Zupfen eingeteilt. Du musstest den Hühnern die Augenbrauen zupfen? Nein. Ich stand den Rest des Sommers knietief in Schnäbeln, Klauen und Innereien. Das alles war übrigens in unserem 99-Cent-Menü drin. Halt dich fest! Tony ist in der Lobby! Nur zu deiner Info, das ist sein Job. Warte, warte! Hier drin ist eine Tabelle, wie sehr er dich mag. Das kann ich auch daran erkennen, ob er mir das Spielzeug aus seinem Kindermenü schenkt. Hier steht, wenn er dich zwischen Ellenbogen und Schulter berührt, ist das die Freundschaftszone. Vom Ellenbogen zum Handgelenk ist die Zwischenzone. Und vom Handgelenk zu den Fingerspitzen bedeutet, er will Händchen halten, das ist die Romantikzone. Gut, er soll nur meine Endzone nicht anrühren. Hey, Jessie, guck dir meine neue Uniform an. Ich hab jetzt Epauletten. Er aktualisiert seine Garderobe. Nach Leopard Beats sicheres Zeichen Nummer 4. Er ist total nicht verknallt. Für mich sieht das aber eher so aus, als bewache er den Zauberer von Oz. Na ihr? Was habt ihr denn da? Wir sortieren die Sachen in Emmas Kleiderschrank. Jeden Tag. Wir haben Schmuckschachteln, Schuhschachteln, Pullischachteln, Badezeugschachteln und alte Schachteln. Oh, da habe ich einen Witz gemacht. Ja, und die Party ist noch nicht zu Ende, denn der Kleiderbügeltag ist als nächstes dran. Jessie, darf ich dir helfen? Oh, danke sehr. Hast du das gesehen? Er hat deine Hände berührt und zwei Zonen übersprungen. Er hat sie übersprungen, ach du meine Güte. Emma, ganz ruhig. Er hat mich ja nicht gefragt, ob ich mit ihm ausgehe oder so. Hey, Jessie, wie wär's morgen im Park mit einem Picknick? Also, das würde sie sehr freuen, nicht wahr, Jessie? Das klingt sehr verlockend, aber wir wollen doch morgen weiter sortieren. Das kann ich auch allein. Ach, sieh mal an. Na dann, bis morgen. Ich denke an eine Hochzeit, die das Motto Lobby hat. Und woran denkst du? Du willst nicht wissen, was ich denke. Jessie! Du kommst zu spät zu deinem Date mit Tony. Also, wie sehe ich aus? Wie Cinderella. Aber vor dem Bibbidi-Babbidi-Boo. Perfekt. In diesen Klamotten bin ich für Tony nur eine von den Jungs. Und dann bittet er mich nie wieder um ein Date. Hör zu, Jessie. Ganz egal, ob du dich schlecht kleidest oder diese doofe Frisur hast. Meine Haare sahen doch nie anders aus. Ups. Tony wird ganz sicher versuchen, dich zu küssen. Und dann werdet ihr ausgehen und dann... Und wie ich mich kenne, endet das mit einer furchtbaren Trennung. Und ich muss künftig 30 Stockwerke zu Fuß gehen, um Tony nicht zu begegnen. Du kannst Tony also gar nicht leiden? Hast du seine neuen Epauletten gesehen? Ja, Suri, und sie sind wunderschön. Aber auch damit kriegt er mich nicht rum. Auch nicht mit den funkelnden blauen Augen. Oder mit den perfekten, vollen Lippen, bei denen man dahinschmilzt wie Butter auf heißem Texas-Asphalt. Und ich bin wieder wach. Oh, jetzt bin ich an der Reihe. Ich mag das Spiel nicht. Hey, Ravi, was siehst du dir an? Einen Fotografen unten im Park. Der macht Fotos von Frauen, die nur ganz winzige Dreiecke als Kleidung tragen. Oh, oh, ein Bikini-Shooting? Lass mich mal ran. Was für Bikinis? Igitt! Bertram, bitte zieh dir ein Hemd an! Entschuldige, Luke. Sieht aus, als ob sich dein schlechtes Karma bei dir rächen will. Hier habe ich Mortadella, Mozzarella, Pasta Fasula, Gabagula. Wow, ist das alles was zum Essen oder soll das ein Zauberspruch werden? Ach, du bist echt voll lustig. Verflucht sei mein sprühender Witz. Gib mal her. Wow, das ist ja cool, wie du essen kannst. Wie meine Tante Sophia, die kann ihren Kiefer aushacken wie eine Anaconda. Ja,
behandle mich einfach wie einen deiner Jungs. Du bist der hübscheste Junge, den ich kenne. Außer vielleicht Zac Efron. Da müsste ich eine Münze werfen, um zu entscheiden. La donna immobile, ich staub den Staub hinfort. Glücklich bin ich heute sehr, kein Kind ist hier am Ort. Oh, oh! Bertram, was total Schräges ist mir gerade passiert. Ich war im Park, da hat mich ein Rudel Eichhörnchen überfallen. Du wirst sie wohl provoziert haben. Nein, nein, ich habe nur so da gestanden. Bei dir reicht das schon völlig. Erst der blöde Taubendreck, dann blutrünstige Eichhörnchen. Bestimmt hat Ravi recht, das ist mein schlechtes Karma. Das Universum reagiert und bestraft mich. Und wird das noch vor dem Essen passieren? Entsprechend weniger koche ich dann. Der große und mächtige Ravi wird dich jetzt empfangen. Luke, ich habe dich schon erwartet. Was soll das denn alles? Du befindest dich jetzt in meiner Höhle. Alter, das ist doch unser Heimkino. Richtig, aber außerdem ist es meine Höhle. Okay, ist eine Höhle nicht unterirdisch? Ich sage dir, es ist eine Höhle. Du solltest mitspielen. Deine Höhle ist mir egal. Ravi, befreie mich bitte von meinem schlechten Karma. Ich werde dir helfen, Luke. Aber zuerst musst du zugeben, dass es eine Höhle ist. Na schön, es ist eine Höhle. Sehr gut. Also, hol mir dein gutes Karma zurück. Bereue deine bösen Taten und mach alles wieder gut. Oh, ja. Mr. Kipling, tut mir leid, was ich dir angetan habe. Immerhin ist dein Schwanz nachgewachsen. Was soll das nun wieder? Schweig, kleines Kind. Der Meister ist am Werk. Dein Karma ist dreckiger als der Boden von Mr. Kiplings Käfig, wenn er sich überfressen hatte. Okay, und was ist mit Suris Karma? Sie hat mir geholfen, dich zu ärgern. Ich habe mein Karamell schon gereinigt. Ich kann das nämlich allein. Wie soll das eigentlich meinem Karma helfen, wenn ich dir und Mr. Kipling eine Pediküre gebe? Gehorche stets den ewigen Gesetzen des Karmas. Und behandle auch die Druckstelle an seiner Mittelkralle. Ravi, wie lange dauert's noch, bis mein schlechtes Karma ausgeglichen ist? Nicht mehr lange. Du musst nur noch eine Sache erledigen. Lass mich raten. Mr. Kipling will eine Tiefengewebsmassage? Ja, das auch. Aber dafür habe ich schon einen anderen. Und zwar mich. Ich spare nämlich für ein Auto. Damit ich mich selbst überfahren kann. Luke, du solltest nun alle Wertsachen aus deinen Taschen nehmen. Denn jetzt gleich wird dein Karma reingewaschen. Der Regen kam wirklich aus heiterem Himmel. Ja, gut, dass ich den Regenschirm gefunden habe. Gefunden? Er gehörte zu einem Hotdog-Stand. Mann, der war vielleicht sauer. Wusstest du, dass man Sauerkraut als Waffe benutzen kann? Weißt du, Jessie, ich hatte heute wirklich viel Spaß mit dir. Toni wird ganz sicher versuchen, dich zu kissen. Ich muss künftig 30 Stockwerke zu Fuß gehen, um Toni nicht zu begegnen. Schnäbel, Klauen und Innereien. 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 Nein! Oh, ein Fahrtroll ins Gesicht! Was sollte das denn, Jessie? Zwischen uns beiden sollte keine unangenehme Situation entstehen. Aber dass du mir dieses Spray ausprobiert hast, ist ja wohl noch unangenehmer. Ach komm, du versuchst doch schon den ganzen Tag ranzukommen an das hier. Wovon redest du da überhaupt? Von der Einladung zu diesem Picknick. Diese Reste sind von der Pokerrunde meiner Mutter übrig geblieben. Dann hast du gesagt, ich wäre genauso hübsch wie Zac Efron. Das ist eigentlich kein richtiges Kompliment. Und dann hast du versucht, mich zu küssen. Nein, ich wollte doch nur meine Jacke zurück. Oh. Gut. Das ist dann jetzt echt unangenehm. Warte, wenn du gar nicht vorgehabt hast, mich zu küssen, warum hast du mich dann eingeladen? Weil du neu in der Stadt bist und noch keine Freunde hast. Und jetzt weiß ich auch wieso. Oh. Das kann ich einfach nicht mit ansehen. So ist das schon viel besser. Mann, da draußen regnet es junge Hunde. Wirklich? Dann rufe ich schon mal den Tierfänger an, während du dich abtrocknest. Ravi, kann ich jetzt wieder reinkommen? War das nicht Luke? Oh
nein, da hast du dich verhört. Du solltest dich jetzt hinlegen und schön lange ausruhen. Weit, weit weg von der Terrasse. Luke, duschst du etwa da draußen auf der Terrasse? Selbstverständlich nicht. Das wäre ja bescheuert. Ich reinige nur mein Karma. Komm sofort rein. Barbie, bitte sag mir, dass es gewirkt hat. Ja, ja, dein Karma ist rein. Alles wieder gut. Auf Wiedersehen. Nicht so schnell, Barbie. Luke, du gehst jetzt nach oben und ziehst die nassen Klamotten aus, okay? Luke! Hier ist dein Game Buddy. Schon gut, Mann. Behalt ihn. Echt? Ja. Immerhin hast du mein Problem mit dem Karma gelöst, obwohl ich dich geärgert habe. Bist ein guter Bruder. Ravi, was hast du mit dem angestellt? Ach, gar nichts. Stopp! Dein Blick bohrt sich in meine Seele wie die unbarmherzigen Augen der allwissenden Kali. Den Blick übe ich schon lange. Jetzt spuck's aus. Okay. Luke hat mir andauernd Streiche gespielt. Um mich zu rächen, habe ich ihm erzählt, wenn er sein Karma nicht reinigt, wird er vom Universum vollends auf die Mütze kriegen. Und das ist geschehen? Oh ja, aber ein klein wenig habe ich nachgeholfen. Ich habe ballaststoffreiche Brotkrümel auf die Terrasse gestreut, damit die Tauben auf ihn machen. Und dann habe ich Erdnussbutter auf seine Sachen gestrichen, damit die Eichhörnchen ihn angreifen. Ich kann ein ganz schöner Schlingel sein. Woher wusstest du, dass es regnen würde? Oh, das alles war wirkliches Karma. Denkst du, dass ich mir das ausgedacht habe? Schön, hör zu, Ravi. Solltest du wieder Ärger mit deinen Geschwistern haben, kommst du einfach zu mir. Dann prasselst du auf sie herab wie der große Ring von Ranjipur? Oder? Wir klären das gemeinsam und reden über alles. Als Familie. Versprochen? Versprochen. Gut. Du hast also Erdnussbutter auf seine Klamotten gestrichen? Voll ja! Cool. Okay. Na, wie war denn dein Date mit Toni? Ich rieche förmlich die Romantik. Das ist Sauerkraut. Es gibt keine Romanze mit Toni. Und es wird auch nie eine geben. Das gibt's doch nicht, dass Leopard Beat Unrecht hatte. Ich lese das nie wieder. Was hast du daraus gelernt? Hallo Taylor. Aus, an. Aus, an. Aus, an. Aus. Also, den ganzen Tag wollte ich nur freundlich zu ihr sein, verstehst du? Aber dann sah Jessie so hübsch aus mit den vielen Regentropfen in ihren Haaren, dass ich sie küssen wollte. Und dann, bam, da besprüht sie mich mit Pfefferspray. Ich hab's runtergespielt und gesagt, ich wollte nur meine Jacke nehmen. Aber das war richtig peinlich. Also, was soll ich denn jetzt bloß machen? Das weiß ich nicht und das ist mir auch egal. Ich bin nur runtergekommen, um die Post zu holen. Das ist wirklich sehr gruselig. Sag ich doch. Kinder, das ist nur ein Film und nicht echt. Oh, hier ist meine Hand. Schätzchen, du wirst da jetzt nicht auf den Friedhof gehen. Sie hat die Warnung nicht gehört. Warte, Luke will uns nur Angst einjagen. Aber ich bin noch hier. Und wer ist dann das? Wie schön, jetzt sehe ich endlich mal mein Programm. Hey, ich wollte gerade diese Sendung sehen. Okay, okay. Popcorn?